Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kollegen, wenn wir über Entwicklungspolitik sprechen, hat das in diesem Hohen Hause von der Bundesregierung bis dato nur einen einzigen Ansatz. Brunnen bohren, Mädchenschulen bauen, den CO2-Ausstoß in Hungergebieten senken und Gender Mainstreaming im Königreich Lesotho fördern. Nehmen wir das Beispiel Madagaskar, eines der Hauptzielländer im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Wie effektiv war sie in den letzten 30 Jahren? Jahrzehntelanger Geldregen hat den Wald dort nicht zum Wachsen gebracht, die Müllberge hingegen schon. Von insgesamt 8 Entwicklungszielen der internationalen Gemeinschaft wurde kein einziges erreicht. Es gibt aber auch einen Gegenentwurf zu Ihrer Politik, die nach meiner Empfindung verfehlt ist. Die Volksrepublik China ist in den letzten beiden Jahren zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands aufgestiegen, jedoch mit einer für uns negativen Handelsbilanz von 14,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die chinesische Regierung investiert Rekordsummen in Firmenübernahmen und Beteiligungen. Bekanntheit erlangte die Übernahme des deutschen Roboterherstellers KUKA, der Einstieg bei Daimler und der Deutschen Bank. Unter dem Strich heißt das, Deutschland verliert gegenüber China immer mehr an Konkurrenzfähigkeit. China, dem wir bis Ende des Jahres noch immer Entwicklungshilfe bezahlen. Hinzu kommt ein schleichender Substanzverlust durch den Ausverkauf strategisch wichtiger Unternehmen und deutscher Schlüsselindustrie. Bereits im Jahr 2014 besuchte der chinesische Staatspräsident die Stadt mit dem größten Binnenhafen Europas, Duisburg. Die Stadt hat seitdem eine Güterzugverbindung mit der industriellen Herzkammer Chinas, der 30 Millionen Menschenmetropole Chongqing. Und damit ist Duisburg auch ein Knotenpunkt des ehrgeizigen Seitenstraßenprojekts der chinesischen Führung. Sie sehen also, China hat offensichtlich eine wirtschaftspolitische Entwicklungsstrategie, die funktioniert. Sie funktioniert in China, sie funktioniert in Afrika, sie funktioniert in Europa und ja, meine Damen und Herren, sie funktioniert auch in Duisburg. Ihre Entwicklungsstrategie, Herr Müller, die funktioniert hingegen nirgendwo. Wir brauchen keinen Marshallplan für Afrika. Was wir brauchen, das ist ein Deutschlandplan. Ein Deutschlandplan, der neue Märkte für unsere Wirtschaft erschließt und die Wohlfahrt des deutschen Volkes fördert. In diesem Fall kann man sagen, von China lernen heißt siegen lernen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Frohnmeier. Das war eine Punktlandung, um das noch mal zu wiederholen. Als nächstes hat der Kollege Dr. Sascha Raabe für die SPD-Fraktion das Wort.